Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underground. Und heute bauen wir unsere Base weiter und mit dem Call ist natürlich mal wieder Tom, wie immer eigentlich gefühlt. Moinsen. Er ist wieder mal komisch, aber naja, wir bauen unseren Boden mal um und die Wände und alles. Die ganze Base wird hier wunderbar schön und wir bauen jetzt auf jeden Fall mal den Boden raus. So, da bauen wir unsere frühen Soweitrüstung auch noch hin. Bats und Bats. Dann auch hier und hier. Das führt die Seite. Bats und Bats, Bats und Bats. Dann sieht es auf jeden Fall wieder übelst geil aus. Ich finde dieses Design so wunderschön. Ne? Wie man hier erkennen kann, habe ich hier alles wirklich schöner gemacht. Die FPS, über die wollen wir schon gar nicht reden, wie Kassim. Die gleich runtergehen werden. Wartet mal. Okay, heute halten sie sich aber eigentlich voll gut eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Okay, aber was wir heute. Nee, ich beginne gerade nicht das Video. Boah. Der nächste Tag übrigens für mich, also ne? gestern habe ich hier noch mal die ganzen Wände gescheit gemacht. Aber was ich jetzt machen möchte, ist eine kleine Lounge. Ich habe die Seite vergessen zu machen. Ich habe es jetzt gemacht. Also, ne, hier würde ich dann Wasseraufzug 2 hin machen: einmal hier zum Hochfahren und hier ein zum Runterfahren. Und dann kommt über den Tresor hier. Dann hier drüber habe ich nämlich auch schon die Decke gemacht. Da kommt erstmal Obi. Obsidian und das wird dann alles dann zur da drüber, da also da drüber kommt Obsidian und da drüber kommt dann wieder Spruce, diesen Bodenmuster und das werde ich jetzt erstmal bauen. Einen Tag später, weil wir gestern Probleme mit dem Server hatten, hat es etwas länger gedauert, aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Das ist der Boden, hier ist auch alles voll mit Obi. Das war jetzt ultimativ viel Arbeit. Ich habe gestern nach 1-2 Stunden einen kompletten Endturm gebaut und zeige ich euch direkt mal, dass ich mir doch wirklich glaube. Also genau hier war mein Turm. Der ging so hoch. Und ich habe ihn abgebaut. Ja, man kann mich jetzt schon wieder hobbylos nennen. Mann, ich mache immer in jedem Video irgendwas richtig Dummes. Nein. Oh, ich gehe wieder in die Overworld. Hier ist mir zu gefährlich. Tschüss. Übrigens, Leute, was ich noch nie gefragt habe, ihr könnt mal eure Meinung von meiner Base in die Kommentare schreiben. Weil ich finde meine Base wunderschön. Und wenn das noch alles zu Fichtenholz dann geändert wurde, das sieht dann übelst geil aus. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist nämlich eine Tresortür bauen. Dafür habe ich jetzt vor einigen Wochen hier schon alles vorbereitet, was ich brauche. Ja, das war mal wieder richtig hart. Ach man. Naja, hier kommt auf jeden Fall dann die Tür rein. Ich hoffe, das wird dann mit der Chill-Lounge da oben nicht so blöd von allem. Da ist mit der Höhe ein bisschen. Ja, also es ist genau über den Tresor und weiß ich jetzt nicht so. Ich hoffe, dass es hier dann noch trotzdem bleiben kann, so wie es ist. Also es ist jetzt nicht vom Design abhängig. Aber ich ziehe mir jetzt erstmal das Tutorial rein. Ich bin so K.O. Ey, einfach 2 Stunden jetzt die Tür gehockt, ne? Das ist doch so dumm. Ja, ne? Und vor allem, ich habe nämlich gerade auch gesagt, ich tue jetzt hier das alles noch einkleiden, bevor ich zu Enderman fahren gehe. Ich bin ja auch ganz blöd. Leute, wir sind fertig. Auch wenn es laggt und ich 12 FPS habe, habe ich Shader angemacht. Und ich mache jetzt wieder Shader aus, weil es reicht schon mal. Wir können hier den Ding öffnen. Und da kommen wir hier rein in unserer Vorkammer, wo wir hier die Keycard einlegen müssen. Und wir haben hier natürlich noch einen Wasseraufzug in unsere Lounge, wo dann auch eine Minibar kommt und alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall jetzt unsere Lounge. Da haben wir unseren Boden, wo wir mit unserem Bodendesign hier ist mit Obsidian zugemacht. Hier drunter ist auch alles voll. Ich kann hier mal den hier abbauen, beispielsweise. Hier oder den oder irgendeinen random Augen zu und den da. Hier, ihr seht, überall ist unten Obsidian. Das muss auf jeden Fall ganz safe sein. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen wollten, ist auf jeden Fall hier mal ein paar Wände reinzumachen. Alter, wie viel Deep Slate Kohle ist das? Ich habe 15 Deep Slate Kohle auf einmal. Gut oder schlecht? Das ist das seltenste Item in Minecraft seit 1.18. Wenn ich mich nicht recht irre. Hey, nein, Netherite. Nee, Netherite ist immer noch nicht selten. Also, hey, warum? Ja, ich habe Deep Slate Kohle ist das seltenste Erz in Minecraft. Warum? Ja, weil es halt so am wenigsten spawnt.
Diamanten, Diamanto, Diamanto, Diamanto. Diamante. Ich habe schon 6 Diamanten. Let's go. Redstone, nachdem ich extra gesucht habe für mein automatisches Lager, was in ein paar Folgen kommt oder vielleicht sogar in den nächsten paar 2 Diamanten. Und ich habe schon noch mehr. Oha. Noch mehr? Oha. Oh. Ich habe jetzt schon sehr viele Stacks vom Dings. Ich will schon Redstone, was ich halt brauche für mein automatisches Lager, weil ich Husky bei Husky uns gesehen habe, dass er halt übelst viel Redstone braucht. Und darum gehe ich jetzt auch für mich mal Redstone farmen, weil ich möchte ja auch ein automatisches Lager bauen, wie im letzten Clip gesehen habe. Beziehungsweise nach dem letzten Cut oder weiß jetzt nicht genau. Also farme ich jetzt noch ein bisschen mehr Redstone und wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht, wenn ich die jetzt gefunden habe oder whatever. Leute, hier waren gerade 4 Creeper, ne? Ey, das war jetzt gerade richtig krass. Aber ich habe leider das nicht aufnehmen können. Schade. Okay, das ist jetzt einige... Naja, okay. Fast 2 Minuten, nicht mal 2 Minuten später. Habe ich das gefunden? Ja, also dauert wahrscheinlich noch das Video, bis ich mit den ganzen Dias weg bin. Auch noch ein bisschen länger auf jeden Fall. Oh, oha. Okay. Also, wie soll ich sagen? Ich baue jetzt lieber mal meine Fackeln weg. Hier draußen steht ein Skelett. Hier. Oh, das war doch nicht so krass. Ich habe schon wieder Dias gefunden. Let's go. Echt gefühlt finde ich viel mehr Dias als Eisen. Zu Eisen als Redstone. Oh. Yo. Ist einfach ein Oha. Oha, sieht es geil. Eine Kiste. Ja, okay, nehme ich auch mit. Wenigstens etwas. Okay, da hinten war die Kiste. Und ich habe jetzt hier schon wieder die gefunden. Let's go. Ich habe hier ein. Leute, es ist schon wieder ein Tag vergangen und ich weiß nicht, was für Clips ich jetzt machen soll. Ich habe jetzt einen neuen Skin hier. Extra für Underground. Sieht ganz geil aus. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich bin jetzt hier dabei, meinen Eisenvorrat hier in den Poppys ein bisschen zu leeren, weil ich habe keinen Bock auf die ganze Poppys. Aber irgendwie leert irgendwie die ganze Zeit jemand meinen gesamten Vorrat. Dann muss man kickert schnell. Ich glaube, ich musste sie auch zensieren, weil nicht, dass jemand sie noch abschreibt und ne? Sicher, sicher. Aber schauen wir mal. Ich tue jetzt mal die ganzen Poppys weg und ich sag, oh warte. Ich sag erstmal ciao. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.